Ja. Optionale Quest, ein Sterne. Lern der Klammerklaue. Abschließen. Das angepasste Tortenmenü ist eine nützliche Funktion, die es dir erlaubt, Abkürzungen und Gegenstände zu benutzen. Objekte zu kombinieren, Gesten und Sticker zu nutzen. Wähle Tortenmenü anpassen unter Objekte und Ausrüstungen im Stadtmenü, um dein Tortenmenü anzupassen. Es wurde außerdem weitere Funktionen hinzugefügt. Erstens, Abkürzungen können jetzt sowohl in der Basis als auch im Feld genutzt werden. Zweitens, Gamepad und Tastatur. Ja, okay, das weiß ich jetzt schon. Tasten, Maussteuerung, Gamepad-Steuerung. Ja, okay. Okay, das mit der Gamepad-Steuerung haben sie jetzt nochmal hinzugefügt, damit auch wirklich jeder mitkriegt, dass das Ding überhaupt gibt. Ja. Glaube ich. So. Tutorial-Tasten können jetzt genutzt werden, indem. Ja, okay, danke. Ja. Mit Klammerklaue kannst du dich an ein Monster festkrallen und dann mit einer Waffe angreifen, um seine Haut zu schwächen oder die gesamte Staudemunition für einen Zurückschrecken-Bonus einzusetzen. Klauenschuss. Du kannst von jeder Waffe mit LT zur Schleuder wechseln und mit LT plus B die Klammerklaue abfeuern, um dich an das Monster festzukrallen. Hinweis: Bei Lanze, Insektenklebe, Bogengewehr und Bogen musst du zum Modus Schleuder mit gezogener Waffe wechseln. Zählt das für mich auch? Ja, wahrscheinlich, oder? Auch wenn Na, dann. du hast Gewehrlanze und nicht Lanze. Ja, deswegen die Frage: Zählt das in dem Fall als Lanze? Indem du bei gezogener Waffe LT plus RS drückst. Werden wir gleich sehen. Lerne, wann du die Klammerklaue einsetzt. Warte, bis das Monster taumelt, bevor du versuchst, dich festzukrallen. Wenn du dich am Kopf des Monsters festhackst, kannst du das Gelände nutzen, um eine Angriffsgelegenheit zu schaffen. Richtung des Monsters ändern B. Du kannst die Richtung des Monsters, in der sich bewegt, ändern und kontrollieren, wohin du es zwingen willst. RT setzt den Gesamtsteuermunition für einen Zurückschrecken-Bonus-Schuss ein. Wenn Monster zurückgeworfen werden, verlieren sie das Gleichgewicht. Treffen sie dann auf ein Hindernis oder fallen von einer Klippe, sind sie gestürzt. Hinweis: Du kannst weder die Richtung von wütenden Monstern ändern, noch sie zurückschrecken lassen. Drücke Y, während du dich an einem Monster festkrallst, um einen Waffenangriff auszuführen, der die folgenden Effekte hat. Schwächt die Haut des Monsters, wundet einen bestimmten Körperteil, um die Haut kurzfristig zu schwächen, wodurch Angriffe seltener abprallen. Okay, das Problem hatte ich eigentlich selten. Das funktioniert mit dem Großschwert, Hammer, Jagdhorn, Lanze, Energieklinge, Morphax und schweren Bogengewehr. Also nicht mit der Gewehrlanze. Und nicht mit dem leichten Bogengewehr. Und dem Bogen. Schleudermunition erhalten. Triffst du ein Monster mit einer Waffe, hinterlässt es Schleudermunition. Das funktioniert mit dem Langschwert. Schwert und Schild, Doppelklinge, Gewehrlanze, Insektenklebe, leichten Bogengewehr und Bogen. Beim schweren Bogengewehr hinterlässt es keine Munition, aber beim leichten Bogengewehr schon. Okay, das verstehe ich nicht, warum das so ist, aber okay. Schleudermunition und Schleudersalven. Ich habe das Gefühl, das sind so Basics für den Monsterkampf. Die hätten sie schon. Hallo Pudel. Ich habe mein Bide überstanden, ja. Das hätten sie schon. Die Tutorials hätte man auch schon im Basic-Dingens gebraucht. Also gerade hier. Waffenangriffe, Schleudermunition erhalten. Das Ding wäre vorher schon nützlich gewesen. Ich habe mein BD gut überstanden. Meine Familie war sehr human, war eine sehr, sehr entspannte Feier. Wir haben auch einfach nur Kaffee getrunken und ich war dann irgendwie 18:30 schon wieder zu Hause. Das war alles sehr entspannt. Und wie geht's dir, Pudel? Versinkst du jetzt in Trauer, weil du kein Geld ausgeben darfst, weil Frauchen dich unter dem Pantoffel hat? So, Schleudermunition und Schleudersalven. Drücke, nachdem du eine Waffenaktion ausgeführt hast, LT, um eine Schleudersalve. Moment. Mit erweiterter Funktion für Schleudermunition auszuführen, die in vielen Situationen eingesetzt werden kann. What? Schleudersalven-Beispiele. Großschwert-Schleudersalve ermöglicht Combo mit wahrer aufgeladener Hieb. True Charge Slash, okay. Schwert und Schild. Schleudersalve im Ausweichen. Energieklinge, ein Fessler, ein Konterschleudersalve. Sofort nachdem du mit dem Schild geblockt hast. Mehr Informationen zu Schleudersalven. Ja, naja, ja, tue ich. Siehst du, ich wusste es doch. Mit jeder Waffe findest du unter Grundsteuerung und Waffensteuerung in der Jägernotizen. Ich kaufe es gleich einfach. Lass mich dir die Klaue erklären.
Quasi als Schnellkurs. Gehen wir erst die Grundlagen durch. Nutze deine Klammerklaue, wenn deine Waffe weggesteckt ist. Moment mal, das ist eine ganz andere Arena. Genauso. Gute Arbeit. Was? Du kannst... Genauso. Gute Arbeit. Okay, ich muss übrigens nicht wechseln. Nun zum nächsten Punkt. Er klemmt halt einfach die Lanze unter den Arm. Ja. Ist ein Monster mit einer Klammerklaue, beziehungsweise nimmt er, glaube ich, in die Hand. Festzukrallen. Besprechen wir zuerst die Waffenangriffe, die du nutzen kannst, wenn du an einem Monster hängst. Die Art der Angriffe hängt von deiner ausgerüsteten Waffe ab. Deine jetzige Waffe sorgt dafür, dass ein Monster Schleudermunition fallen lässt. Ah, das meine ich mit Schleudermunition. Lass uns die Bedeutung von Timing besprechen. Das ist wichtig, also pass auf. Ist ein Monster in Bewegung, wird es schwierig sein, Treffer zu landen, während du dich festkrallst. Attackiere ein Monster, damit es zurückschreckt. Wenn es dann anhält, greife richtig an. Okay, mal sehen, ob du das in der Praxis anwenden kannst. Hauptsache erstmal einen Jagdkart verprügeln. Jo. Beobachte genau die Bewegungen des Monsters und lande einen Angriff. Wenn du Monster Hunter installiert hast, dürfte der die Daten dazu schon runtergeladen haben. Ja, die 80 GB waren die ganze Erweiterung. Er bewegt sich nicht mehr. Kralle dich fest. Gut, jetzt greife mit deiner Waffe an. Genau. What? Gute Arbeit. Das mache ich? Von Monstern fallen gelassene Schleudermunition ist extrem wirkungsvoll. Nutze sie, wann immer du kannst. Ja, und dadurch senkst du halt die Verteidigung auf der Stelle, die du halt gerade angegriffen hast, und machst dadurch mehr Schaden. Jo, hab ich mir schon gedacht. Also die 80 GB, die du runtergeladen hast, müssten eigentlich das schon sein. Kopf des Monsters zu treffen, während du dich festkrallst. Je nach Monster kannst du dich an mehreren unterschiedlichen Körperteilen festkrallen. Mit den ganzen Steuerungen reinkommen. Wenn du dich festkrallst, kannst du dich von einem Körperteil des Monsters zu einem anderen bewegen. Allerdings kostet das jede Menge Ausdauer. Stelle sicher, dass du gut zielst, wenn du dich an einem bestimmten Körperteil festkrallen möchtest. Ah, okay. Du brauchst Schleudermunition. Finde welche und lade sie. Jo, 80 GB war's. Damit es zurückschreckt. Wenn es dann anhält, der letzte Patch von Monster Hunter war 80 GB groß. Ja, 40 GB Iceborne und 40 GB normales Monster Hunter. Was irgendwie das ganze Spiel nochmal neu war. Bin dann gegen 11 da. Du bist dann gegen 11 erst da. Du musst das doch runtergeladen haben. Bewege dich, damit du nicht abgeschüttelt wirst. Ich bin doch... Wird das überhaupt hier rauskommen? Hilfe. Wenn das Viech sagt, ich bewege mich jetzt, ich greife jetzt gerade an, dann schlage ja. Ich weg. Oh nein, das wollte ich nicht. Ich soll mich ja bewegen. Er bewegt sich nicht mehr. Kralle dich fest. Jetzt, nutze deine Schleuder. Ah, nein, nein, zurückschrecken. Ach, fuck, hier, Moment mal, wie oft kann ich denn. Achso. Da, Schleuder. Genau so, gute Arbeit. Oh, gegen die Wand, das hat geknüppelt. Dieser Angriff wird all deine Schleudermunition verbrauchen. Das wusste ich noch nicht mal, dass das geht. Zurückwerfen. Ja, du kannst gegen die. Du kannst gegen die Wand den. Kannst gegen die Wand hauen. Sehen wir mal, wie du mit deiner Klammerklaue angreifen kannst. Die Frage ist, wie ist mit der Klammerklaue im Multiplayer? Können mehrere Leute sich dranhängen? Ja. Attackiere ein Monster, wir hingen letztens zu dritt an so einem Tierchen. Greife richtig an. Okay. Oh, ich muss jetzt mal wieder schärfen. Das kann ein bisschen durcheinander gehen, glaube ich jetzt. Hallo, Jagras. So, halte dich am Monster fest, führe einen erfolgreichen Klammerangriff aus. Moment mal, halte dich, hake dich am Monster fest, führe einen erfolgreichen Klammerangriff aus. Okay. Na, Jagras, wie geht's dir? Ziele auf den Kopf und bewege dich, damit du nicht abgeschüttelt wirst. Behalte deine Ausdauer im Auge. Oh. Bist du an einem Monster festgekrallt, verbrauchst du sie sehr schnell. Nutze einen Klauenangriff, um das Monster... Genau so, gute Arbeit. Oh, lol. Versuch es erneut. Das verbraucht jede Menge Ausdauer, aber du kannst dadurch die Laufrichtung des Monsters mehrfach schnell ändern. Erholen Sie sich doch. Als ob das Monster wütend wird. Wenn Monster wütend sind, kannst du sie weder zurückwerfen noch ihren Kurs ändern. Aber wie es kein Damage macht. Jedes Monster wird zur Bedrohung, wenn es nur wütend genug ist. Pass also auf. Monster sind viel aggressiver, wenn sie wütend sind. Ja, da fällt mir schon runter. Hältst dann also besser etwas Abstand. Okay. Das Monster hat sich wohl beruhigt. Nun zum nächsten Punkt.
Okay. Gut, dann wenden wir mal das Gelernte in einer praktischen Übung an. Dieser Angriff nutzt deine Umgebung. Feuere deine Schleuder ab, während du dich am Kopf des Monsters festkrallst, damit es gegen ein Hindernis läuft. Das ist eine großartige Gelegenheit, es dem Monster mal richtig zu zeigen. Wenn das war recht. Hast du die Haare geschnitten? Deine Gelegenheit. Nee, nur geduscht und nach hinten gemacht. Ah, okay. Tjo, kommen Sie her, Mr. Jagras. Er rennt relativ weit. Du hast dich wohl zu weit von dem Hindernis entfernt. Aber man muss es halt Richtung Hindernis drehen. Moment, jetzt brauche ich mal kurz Schleudermunition. Ach, hier liegt keine mehr rum, oder? Ist da noch welche? Nee. Jetzt musst du es einmal. Nee, da Stein, ich hab's. Alles gut. Okay. Überstürze nichts. Warte, bis das Monster zurückschreckt. Ich wollte doch. Gerade da. Spannen Sie sich doch. Aber da wollte ich blocken. Hat nämlich leider nicht funktioniert. Warum ist denn jetzt so fett? Was ist mit dir fast passiert? Weil der sie aufgeblustert hat. Beobachte das Monster genau. Hm. Wenn es wütend ich hab nicht genug Ausdauer aktuell gerade. Wenn ich mich nicht behalte einen Maxi oder einen uralten Trank. Bist du an einem Monster festgekrallt, verbrauchst du sie sehr schnell. Komm her. Du kleiner Spucker. Ach, was ein doofes Timing. Jetzt! Bumm! Geht doch. Halte immer die Augen nach Wegen offen, die Umgebung bei der Jagd zu deinem Vorteil zu nutzen. Gute Arbeit. Damit sind wir hier fertig. Unterricht vorbei. Unterricht vorbei. Ich muss Vieh nicht mal töten. Okay. Aber ich kann. Glaube ich. Kannst du noch ein bisschen Aua machen. Bisschen Kombos wieder üben. Achso, die Kombos habe ich auch nicht mehr angeschaut, wie die jetzt anders sind. Soll ich vielleicht auch nochmal reingucken. So viel anders sind sie nicht. Meine normalen Kombos hat sich jetzt normal angefühlt, ja, aber... Oh geil, 300 Seni gab das. Yes. Oh, und du kriegst ein Achievement dafür, das zu machen.